Ich darf euch herzlich begrüßen hier im alten Stadion in Ried. Ich bin der Raphael Gruber, Head Coach der Union Gladiators Ried. Und jetzt erklären wir euch ein bisschen was über Football. Training ist meist so aufgebaut, dass wir mit einem kurzen Warm-up beginnen, also aufwärmen. Danach machen wir Laufschule und denen natürlich auch, also das gehört alles zum Warm-up nur dazu. Danach ist es meist so, dass wir es in die Units aufsplitten, wo wir dann verschiedenste Sachen trainieren. Wenn es jetzt zeitlich und von der Spieleranzahl her da geht, ist es eigentlich so, dass wir meist am Schluss dann noch zusammengehen und kurz einmal diese Sachen, die wir gerade erlernt haben, gegeneinander nur ausprobieren. Und jetzt geht's ab zum Praxisteil. Wir haben da einen Schutzhelm, bestehend eben aus einem Helm, ein Gesichtsgitter, ein Kinnschutz und einen Mundschutz. Mundschutz ist Pflicht. Der Kinnschutz bzw. das Gesichtsgitter schützt uns davor, dass uns der gegnerische Spieler mit der Schulterpolster ins Gesicht bzw. gegen das Kinn fahren kann. Und der Helm schützt nicht vor Gehirnerschütterungen, aber er minimiert den Schaden, sage ich jetzt einmal, was man bei einem Vollkontakt dann erleiden kann. Die Schulterpolster gibt es verschiedenste Ausführungen, je nach Position. Mit mehr und weniger Schutz. Das ist das eine mit weniger Schutz. Schutz schützt im Endeffekt den Brustkorbbereich, die Schultern selber und einen Teil vom Rücken. Und wir haben nur das 7-teiliges Pad, Pflichtset, bestehend aus Kniepad, Oberschenkelpad, Hüftpad und Steißbeinpad. Das ist in der österreichischen Liga ist das vorgeschrieben, das ist Pflicht. Oder eben darf kein Spieler aufs Feld, wird euch vor jedem Spiel vor der Schiedsrichter überprüft, ob das jeder drin hat. Und dann kann es losgehen. Grundsätzlich geht es um Raumgewinn im Football, also man versucht in die gegnerische Endzone zu kommen mittels Raumgewinn. Man hat 4 Versuche, immer 10 Yards zu überbrücken und nach die 10 Yards, wenn man es geschafft hat mit den 4 Versuchen, dann hat man wieder 4 Versuche für die nächsten Punkte. Tut man, indem man in der Endzone kommt mit dem Ball, fangen oder eine laufen, das ist dann gleich, bringt 6 Punkte. Der Point auf der Touchdown bringt nur einen dazu, das sind dann 7. Es ist ein sehr körperbetonter und actionreicher Sport, der auch viel mit Hirn gespielt wird. American Football ist in Amerika ja ein Erfolgssportort. Bei uns ist es noch ein bisschen mehr Randsportort, wobei man merkt, dass es immer mehr im Kommen ist. Wir haben 2014 zu zweit eigentlich die Idee gehabt, dass wir einen Footballverein in Ried gründen konnten. Haben dann angefangen mit 4 Hirdeln und einem Point zum Trainieren. Da waren wir damals 15 Spieler circa. Mittlerweile haben wir einen Kader von circa 60 Leuten. Und nächstes Jahr starten wir dann in die Meisterschaft von der AFL Division 4. In Österreich zum Spielen. Ich habe mich jetzt gefreut, dass ich euch den Sport ein bisschen näher bringen habe dürfen und mich würde es freuen, wenn nächstes Jahr dann, wenn wir in die Meisterschaft starten, einige kommen und uns eventuell zuschauen bzw. uns anfeuern. 1, 2, 3, 1 Team! 1, 2, 3, Gladiators!